Hallo, bitte, benvenuti alla fiaccolata di stasera. Dienstagabend findet in Stephansdorf im Winter der Fackelumzug statt. Und wir gehen voraus und ihr könnt alle hinten nachkommen. Gäste und Einheimische treffen sich im Dorfzentrum. Nachdem die Fackeln entzündet sind, marschiert man Richtung Kirche. Heute ist ein besonderer Tag. Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür. Eine lebende Krippe mit Maria, Josef, dem Jesukind und Hirten erwarten die Gruppe vor der Kirchtür. Der Moderator liest Bibeltexte, umrahmt von einem Volksmusiktour. Die gemeinsame nächtliche Wanderung geht weiter zur Grillstelle oberhalb von Stephansdorf. Etwa eine Hundertschaft ist der Einladung des Tourismusvereins zur besinnlichen Wanderung gefolgt. Während sich die Gäste rund um das große Lagerfeuer platzieren, nimmt die lebende Krippe im Stall Platz. Die Musiker stimmen besinnliche Lieder an, die Kinder spielen mit ihren Laternen und Fackeln. Alle erhalten ein heißes Getränk, Glühwein oder Apfelmix und auch Maria und Josef stärken sich. Gemeinsam ums Feuer sitzen, sich kennenlernen, über den erlebten Urlaubstag erzählen. Wer will, kann länger bleiben. Die Hirten brechen wieder auf Richtung Dorf in die warmen Stuben.